Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. So, die Falle ist fertig. Ich habe Erfahrungspunkte bekommen und zwar nicht zu knapp. Und jetzt möchte ich mal ein paar Bücher verzaubern gehen. Das heißt, ich brauche meine Bücher wieder. Die sollten eigentlich hier sein. Da sind die Bücher. Und ich brauche Lapis Lazuli. Das ist hier. Dann nehmen wir ruhig mal ein bisschen mehr von mit. Und jetzt heißt es Daumen drücken. Da kann ja nur wirklich alles bei rauskommen, oder? Bei den Bücherregalen. Achso, und ich werde das Ganze hier jetzt nicht schöner machen. Also das soll jetzt hier nicht meine Bibliothek oder so werden. Vielleicht werde ich mal im Kontor einen Raum entsprechend herrichten. Mal gucken, vielleicht so eine Art Konferenzzimmer oder so. Und dann gibt es dort eine Verzauberungsecke. Oder ich mache halt einfach ein Haus für einen Zauberer. Nicht zu groß. Nicht zu groß. Ich möchte erstmal nicht zu groß werden in den ganzen Häusern, die ich hier so habe. So, erstmal hier muss das Buch rein. Hier muss Lapis Lazuli rein. So, und jetzt Schärfe 3. Aha, na gut. Ist okay. Und jetzt gibt's Bann 4. Okay. Und jetzt gibt's Feuerschutz 3. Oh, okay. Aber immerhin weiß man vorher, was kommt. Das finde ich natürlich schon ganz cool. Aber jetzt sind sie gleich schon wieder weg, meine Erfahrungspunkte. Und Glück 2. Oh, Glück ist aber fein. Wobei ich glaube, es gibt auch Glück 3, ne? Ja, egal. So, und jetzt ist die letzte hier. Nee, die vorletzte. Wasseraffinität. Oh, das ist doch gut. Wobei, Wasseraffinität ist nicht gleich Wasseratmung, oder? Ah, da muss ich mich nochmal schlau machen. So, Wasseraffinität. Ich habe noch 30 Punkte. Das heißt, ich kann noch ein Buch verzaubern. Wobei, wartet. Das macht ja keinen Unterschied, ne? Hier, was ich hier an Lapis Lazuli rein tue. Ich brauche immer nur 3. Und schusssicher. Naja, gut. So. Was? Ach so, ich musste ja draufklicken. Ach, Mensch. Jetzt war ich total perplex. So, und jetzt könnte ich mich schon wieder da unten reinstellen. Es ist leider nicht das dabei, was ich gerne haben wollte. Es ist nämlich nicht Wasseratmung dabei, wobei Wasseraffinität vielleicht ja auch schon ganz fein ist, ne? So, kommt also alles auf meine verzauberte Rüstung. Ich habe ja schon Unendlichkeit und Köder. Die anderen Sachen kommen jetzt hier noch dazu. Ist ja bisher nichts doppelt dabei gewesen. Das finde ich fein. Ach so, und hier sind ja meine anderen, aber der Redstone noch nicht. Den Redstone, den brauche ich doch dafür nicht. Doch, den brauche ich wohl. Und auch Netherwarzen wegen der Tränke. Aber es gibt doch auch Wasseratmung für den Helm, oder? Ich irre mich doch da jetzt nicht, oder? Ich glaube nicht. Aber okay. So, die Bücher packe ich auch hier hin. Das ist Unterwasseratmung. Ich meine, es gibt für den Helm irgendwie Wasseratmung. Na, ich erkundige mich, was Wasseraffinität ist. Oh, ich habe vergessen, dieses Weihnachtslied auszusortieren aus meiner Minecraft-Playlist. Naja gut, ist ja nicht so wild. Haben wir Tag oder haben wir Nacht? Oh, wir haben immer noch Nacht. Na dann, schnell schlafen gehen. Ach, das ärgert... Hä? Leckt mein Server oder was los? Wieso kann ich nicht schlafen? Hallo? Geh schlafen! Mann! Ich will schlafen. Schlafen? Hä? Hier kommt noch nicht mal die Nachricht, dass irgendwie was in der Nähe wäre, weshalb ich nicht schlafen kann. Oh! Aha! Wow! Das war aber ein krasses Rollback, ein super krasses Lag. Okay. So, wenigstens ist jetzt Tag. Oh, was mit dem Huhn? 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 Das Huhn ist bestimmt hier drin, wette. Da gucken wir jetzt noch einmal nach. So, da ich jetzt aber nicht das bekommen habe, so... Stimmt, das Huhn ist hier. Da ich jetzt nicht wirklich das bekommen habe, was ich eigentlich haben wollte, für unseren Unterwasserausflug und für... hoppala. Ne? Habe ich mir überlegt, wir können uns ja auch mal hier überlegen, wie wir hier eine Falle reinbauen. Das Ding ist ja schon beachtlich groß. Ich bin in der Nähe, das heißt, eigentlich müsste hier auch was spawnen. Wobei, wartet mal.
Nee, ich glaube, die Einschränkung ist Spawner, ne? Spawner brauchen was in der Nähe. Ich könnte ja hier erstmal noch hier die ganze Hütte ein bisschen begradigen. Es ist ja hier ein bisschen ungleich. Wie Gronkh sagen würde, popetrisch. Das geht natürlich nicht. Also wenn, dann muss es hier natürlich auf allen Seiten gleich sein. Und ich habe mir das dann folgendermaßen überlegt. Und zwar würde ich diese Falle so bauen, dass mir die Erfahrungspunkte egal sind. Und zwar möchte ich, dass diese Falle hier die ganze Zeit automatisch arbeitet und ich halt, sobald ich Bock dazu habe, mal einfach hier runter und vorbeikomme und gucke, was mir denn hier alles so gedroppt wurde. An Pfeilen, an, ja, ich sag mal, Fleisch, Knochen und so weiter und so fort. Und es dann einfach alles einstreichen. Mich drüber freuen und einfach einstreichen. Erfahrungspunkte sind mir ja dann egal. Da muss ich mich dann halt unten zur Falle hinstellen. Leider droppen Zombies ja nicht so tolle Sachen, muss ich sagen. Und Zombies mit Rüstung oder so sind halt recht selten. Ah, verdammt, hier ging es ja runter. Ich erinnere mich. Na gut, aber wir können das hier trotzdem noch wegnehmen. Ich denke mal, dass ich hier hinten diese Schlucht nicht weiter entlang, oder? Wir gucken mal rein. Nö, sieht gut aus, sieht gut aus. Und wie tief wollen wir es denn hier noch haben? Aha, also 2. Gut, dann kann ich hier eigentlich jetzt auch schon beide wegnehmen, beide Streifen hier. So, und ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Ich werde eine lange Rille ziehen. So, hier in diese Richtung. Das werde ich genauso machen, wie ich das auch bei dem anderen Spawner gemacht habe. Also immer mit Schildern, weil dann kann ich hier mit der Rille auf einer Ebene bleiben und muss nicht immer tiefer werden, weil dann muss ich auch tiefer runterlaufen, um das ganze Zeug einzusammeln. Ich habe hier 3 hoch. Das ist jetzt eigentlich völlig egal. 2 hoch hätte absolut gereicht, denn hier werden auch Endermänner drin spawnen, naja, und die lassen sich halt vom Wasser eh nicht wegtransportieren, weil die dann einfach weg teleportieren. Oder? Sterben die auch manchmal im Wasser? Sind die schon mal so doof? Es ist durchaus möglich. So, ich brauche eine neue Spitzhacke. Ja, und ich werde rechts und links, achso, das könnte ich noch erklären. Ich werde rechts und links hier in die Wände werde ich Kolben einbauen. Und Wasser. Und ich werde dann einfach immer mal wieder, wenn ich hier dran vorbeigehe, am Hebel ziehen. Dann wird das gesamte Wasser hier ausgeleert, sodass die in die Mitte gebracht werden. Oh, und seht ihr, dafür brauche ich dann nämlich doch tatsächlich rechts und links von der Rille eine Breite von 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einen müsste ich hier noch komplett auf der ganzen Länge wegnehmen. So, und wie ist es jetzt von hier aus? Wenn ich mal die Tür als Maßstab nehme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, einen müsste ich hier nur wegnehmen. Okay. Okay, ja, das ist doch geil. Wartet, habe ich denn hier auch die Mitte, die Tür genommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, perfekt. Damit die dann halt immer hier in die Mitte gebracht werden, dann werden die halt zu irgendeinem Ort alle transportiert und dort werden sie jämmerlich in Lava sterben. Das ist der Plan. Den würde ich, glaube ich, fast auch ganz gerne in die Tat umsetzen. Denn da wird sicherlich auch noch ein anderer Loot bei rumspringen, als hier bei dem Zombie-Spawner. Ich glaube, da ist wirklich das Höchste, was ich erwarten kann. Karotten, Kartoffeln, Zombiefleisch, ein bisschen Eisen, vielleicht auch mal eine Mütze. Aber vermutlich Leder. So, ich brauche neues Eisen. Dann kann ich auch mal ruhig alles hiervon nehmen. Oh, verdammt, ich brauche Holz noch. Haben wir noch. So, machen wir ein paar neue Sticks. Und machen wir noch 2 zusätzliche Spitzhacken. Ich glaube, es leckt ein bisschen. Okay. So, wir sind also jetzt mehrere Folgen mit Spawner bauen bzw. Fallen bauen beschäftigt.
aber ich hoffe, euch stört das nicht. Ist vielleicht zum Bau des Kontors doch mal eine Abwechslung. Vielleicht habt ihr hier auch noch Ideen für die Schaltung, weil ich fürchte, dass ich hier später eine Redstone-Schaltung einbauen muss, beziehungsweise mit Verstärkern und so weiter arbeiten muss. Und ich kenne mich ein bisschen damit aus, aber das sind nur so grundlegende Sachen, mit denen ich mich eigentlich auskenne. Und zwar so Sachen wie weit wird ein Signal halt transportiert, ab wann braucht man einen Verstärker. Aber ob es da zum Beispiel total simple Bauten gibt, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, vielleicht kann man das hier auch in einem Stream vervollständigen. Das wäre ja vielleicht auch was. Hui! Oi! Wartet mal! Das ist jetzt eine ganz spinnerte Idee. Kann man mit den Command-Blocks eigentlich den Loot aus einer Truhe zu einer bestimmten Koordinate, also zum Beispiel in eine andere Truhe, transportieren lassen? Oh, 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 was haben wir denn da? Warum ist denn das hier so? Ach, ich weiß warum, okay. Weil da schon das draußen ist, ich erinnere mich. Ah ja, ich erinnere mich, okay. Aber es macht nichts, ich habe ja ein bisschen Erde dabei. Das können wir ja dann durchaus stopfen. Mhm. Muh. Ich sehe es schon vor mir, wie die armen Zombies die ganze Zeit hier am Rand stehen und nach oben geifern, weil sie nämlich draußen die leckeren Kühe hören. Mm, yum, yum. Ich finde sie auch lecker. Oh, verdammt. Nein, 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 nicht zu viel. Nicht zu viel, weil sonst ist hier gleich schon alles dunkel. Und dann habe ich schon Besuch. Und den will ich gar nicht. Noch nicht. Und den kann ich auch noch gar nicht gut gebrauchen. So, das heißt, ich werde mal ein bisschen Sand nehmen. Oh! Was höre ich denn da? Habe ich jetzt hier gerade ein Skelett gehört? Oh, das kommt bestimmt irgendwie von da vorne aus der Schlucht. Uiuiui, da bin ich jetzt schon ein bisschen nervös geworden, wenn ich ehrlich bin. So, okay, jetzt können wir hier weitermachen. Hoffe ich. Hoffe ich. Ja, bisher keine weiteren Wassereinbrüche. Alles gut. Na, aber hier, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. No, ich wusste es doch, ich wusste es doch. Und da wird auch noch was rauskommen, deswegen machen wir es so. Ja, letztendlich muss ich diesen Fluss natürlich so oder so komplett trockenlegen. Das könnte ich jetzt zwar so theoretisch stehen lassen, ne, damit die hier auch drunter spawnen können. Mache ich das vielleicht sogar so? Ist es vielleicht sogar sinnvoll, die hier oben so stehen zu lassen, diese eine Wulst? Ich bin mir gerade unsicher. Toll. Ich mache das einfach mal. Schwupp. Das Ganze ist ja so oder so nicht besonders tief unter der Erde. Da muss ich mal gucken, ob es ein Problem wird mit Licht. Wobei eigentlich sollte der Lichtlevel 0 sein, wenn man erst einmal rundum halt irgendwie irgendeinen Block hat, der nicht lichtdurchlässig ist. Also kein Glasblock ist, ne? Sollte eigentlich schon reichen. Aber das ist doch fein hier. Ist doch schön groß. Ach, da freue ich mich jetzt schon drauf. Auf den Moment, indem ich die Funktionsweise überprüfen werde. Das war auch beim Umbau des Zombie-Spawners eigentlich der interessanteste Moment für mich. Oh, wow, 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 da wäre ich ja fast nach unten geknallt. Uiuiui, uiuiui, okay. So, das reicht jetzt, ne? Tatsächlich sogar. Na, dann ziehen wir das hier hinten auch noch eben fertig. Schwupp. Ja, und hier hinten kann ich das jetzt eigentlich wieder komplett zumachen, ne? Glücklicherweise bin ich da noch nicht bis nach ganz vorne gekommen. So, in der Mitte kann ich das dann eigentlich schon ziehen, die Rille.
Und dann müsste ich mich eigentlich damit beschäftigen, wie mache ich das mit den... Ah, das muss ich mit Wassereimern ausprobieren. Ob ich wirklich auf der gesamten Länge Kolben und Wasser brauche oder ob es nicht ausreicht, vielleicht alle zwei oder sogar alle drei. Das kommt halt ganz darauf an, wie sich das Wasser halt ineinander verschränkt. Mit der Erde weiter. Okay, gut. Yay! Das hätten wir schon mal. Jetzt ist es wenigstens halt symmetrisch. Dann hole ich jetzt mal ein paar Eimer und dann überprüfen wir das. Och, es ist schon wieder dunkel draußen. Ja, dann kam das Knochengeklapper ja vielleicht doch von einem Skelett, ha? Dann ist das ja doch nicht aus einer Höhle oder aus der Schlucht gewesen. Okay, holen wir die Wassereimer. Eins, zwei, drei reicht mal wieder. Kann ich nämlich eine unendliche Quelle bauen. So, hier haben wir Andesit, das kann weg. Und Granit und Andesit. Warum hat das nicht gestackt? Komisch. Sehr seltsam. Und wir haben noch ein bisschen mehr Sand. Gut, ja, ja. So, ich würde dann nämlich die Kolben nach unten setzen und nicht rechts oder links in die Wand. Und dann würde ich die halt runterziehen. Oder? Nee, nicht runterziehen, sondern nach oben drücken, ne? Das Wasser. Ah, nee, das ist schlecht, das ist schlecht. Das Wasser muss schon da in der Wand sein. Dort. Und sogar zwei, denke ich mal, in der Wand. Und jetzt wird's schwierig. Ah, jetzt habe ich dann das Ganze doch zu breit gemacht, oder? Ja, ich denke schon. Ich werde mal hier kurz die Rille so machen, wie ich sie mir gedacht habe. Oh, Eisen, wie schön. Ja, hier Kohle muss ich natürlich auch noch hier aus dem Boden rausnehmen. Das ist ja viel zu wertvoll. Okay, so. Dann gucken wir mal. Also theoretisch müsste hier ein Block sein, der immer rauf und runter gefahren wird und das Wasser kommt dann von dahinter. So, aber ich mache erstmal die unendliche Quelle, ne, bevor ich jetzt hier wieder irgendwie Wasser verschwende. Das machen wir ein Stückchen weiter hier hinten. Klick. Eins und zwei. Gut. Achso. Nimm mal den Eimer, den dritten haben wir hier. So, bis wohin kommst du jetzt? Verdammt! Och nein! Scheißendreck. Dafür sind die jetzt echt zu breit. Und zwar zwei. Und zwar Mist. Ach, verdammt da. Okay. Ja. Kann ich das verlängern irgendwie? Nee, ne? Kann ich nicht verlängern. Könnte ich verlängern, wenn ich das Ganze hier so ein bisschen tiefer mache? Also wenn ich hier nochmal den Boden etwas tiefer aushebel, ne? Ja. Aber ich möchte ja gar nicht, dass das Wasser hier komplett reinfließt. Das Wasser soll ja natürlich nur bis hierhin fließen. Ach, das ist ja ätzend. Na ja, gut. In Ordnung, in Ordnung. So, das heißt, ich packe hier mal wieder was rein. Einmal bitte versiegen. Ich bin also wirklich jetzt darauf angewiesen, dass das... Oh, fuck! Doch, genau. Dass das Wasser bis hierhin kommt. Ja. Was ist, wenn ich jetzt hier auch Wasser auskippe? Und zwar da?
Fuck, dann habe ich ja wirklich genau das gleiche Problem. Oh, das wird jetzt nicht so einfach für mich zu lösen. Sinnvoller ist es tatsächlich... Was ist, wenn ich in der Mitte noch Wasser habe? Moment. Überprüfen, überprüfen, überprüfen. Was passiert, wenn ich genau in der Mitte auch noch Wasser habe? Es reicht nicht. Ich muss wirklich alle zwei, ja? Ich muss wirklich alle zwei das Wasser haben. Damit sich ja alles hier wunderbar in diese eine Richtung bewegt, ja? Oh, oh. So, das heißt hier jetzt auch noch. So wie man es eben auch macht, wenn man zum Beispiel einen See befüllt, nicht wahr? Genau, dann fließt nämlich alles hier wunderbar runter. Aha, okay. Okay. Ich kann ja auch das Wasser eigentlich da drin lassen, ne? Ach, das kann ich ja eigentlich machen. Moment. Mhm. Dann brauchen wir jetzt gleich erstmal wieder ein bisschen Licht. Da ist jetzt viel zu dunkel. So. Oh, die sind gar nicht heruntergetrieben worden. Ah, ich habe die alle aufgesammelt, ne? Okay. Ich hatte die schon aufgesammelt, die Fackeln. Dann ist kein Problem. In Ordnung. Also, wir machen das folgendermaßen. Wir werden hier also eine Rille mit Wasser machen. Und vor dieser Rille werden wir dann hier vermutlich jede Menge Sand haben. Oder wir nehmen klebrige Kolben, das ist ja dann auch völlig egal. Genau, hier rein ist vielleicht nicht verkehrt. Ich habe keine Schippe mitgenommen, ich bin halt doof. So, also wir haben hier eine Rille, in die Wasser kommt. Das hier werden eigentlich Sandblöcke sein. Unter den Sandblöcken wird es Kolben geben. Die sind gerade ausgefahren. Wenn ich den Schalter betätige, werden alle diese Kolben nacheinander runterfahren. Da brauche ich also gar keine Schaltung zu machen, dass es gleichzeitig passiert. Das muss man dann mit so Verzögerern und so machen. Das brauche ich ja gar nicht. Das ist ja völlig egal, ob die verzögert hintereinander runtergehen oder nicht. Ich brauche nur jede Menge Verstärker, weil das Signal ja nur eine bestimmte Anzahl an Blöcken weit reicht. Und dann hört es auf. Dann würden ab hier hinten irgendwo halt die Kolben nicht mehr befeuert werden. Das heißt aber, dass ich eine Konstruktion im Boden machen muss. Ja. So, ich brauche also, Memo an mich, für die nächste Folge brauche ich jede Menge Kolben und die könnten teuer werden, ne? Brauche ich nicht einen Diamanten für jeden Kolben? Oh, scheiße, dann müsste ich Diamanten schürfen gehen. Ich bräuchte Kolben, ich brauche natürlich Redstone, ich brauche Verstärker, ich brauche Hebel. Wasser natürlich. Ich muss natürlich vor allen Dingen hier das Ganze auch dann nochmal ordentlich ausheben, damit ich hier da die Kolben drunter machen kann. Und zwar muss ich das 2 ausheben, weil die Kolben ja ausgefahren dann hier oben mit dieser Platte abschließen müssen. Brauche ich sonst noch was? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ah, ich gucke erstmal, wie teuer das mit den Kolben wird. Wenn die nämlich alle Diamanten brauchen, ja, dann werde ich ja arm. So viele Diamanten habe ich ja gar nicht. So viele Diamanten habe ich ja gar nicht, wenn es wirklich Diamanten sind. Wenn es nur Redstone ist, dann ist es egal. Redstone habe ich nicht wie Sand am Meer, aber wirklich, wirklich, wirklich genug. Ja, okay. So, also, der Plan fürs nächste Mal steht. Ich nehme jetzt hier mal noch das Eisen mit. Ach, guck mal, hier wird schon der Grundstein gelegt für die Untermauerung hier unten. Ja, aber letztendlich glaube ich, muss ich nur ein paar Rillen ziehen, ne? Also ich muss hier 2 tief gehen. 1, 2. So, da unten müssen die Kolben reingestellt werden. Und letztlich muss ich dann nur hier zum Beispiel eine Rille machen,
wo dann jeweils die das Redstone hin muss und die ganzen und alle paar Meter, glaube ich, ein Verstärker. Wenn ich mich nicht vertue. Und das könnte ich ja tatsächlich sogar von hier machen. Wobei, ist schlecht. Ich muss ja, glaube ich, die Verstärker irgendwie in eine bestimmte Richtung setzen. Ne? Das muss ich dann eventuell doch von oben machen. Aber egal, gut. Der Plan steht. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. wenn ihr das blöd findet, dass ich jetzt im Anschluss an die Zombie-Falle direkt schon wieder eine Falle baue, dann sagt mir das ruhig. Ich habe ja noch so viele Bauprojekte im Kopf. Das war jetzt hier einfach nur, weil ich die Zombie-Falle jetzt so frisch gebaut habe und weil ich jetzt halt gerade einfach eine Idee hatte. Die muss man ja nicht unbedingt sofort in die Tat umsetzen. Dieses Gelände liegt hier schon so lange brach. Die ehemalige Popbude meiner Dörfler. So, jetzt packe ich das Ding mal wieder hier rein. Fuck! Oh. Ja, immer wenn ich eine Folge beenden möchte, dann kommt hier irgendwie so ein Hayupai vorbei, ja, und meint... Hast du mich nicht gesehen, ne? Hi, du! Oh, die süßen. Die süßen Hühner hier. Ich mag ja die braunen Hühnchen am liebsten. Ich finde, die sehen so aus wie die Hühner, die meine Tante früher immer gehabt hat. Und wenn wir da zu Besuch waren, dann durften wir morgens immer Hühnereier aus dem Stall holen und... Das war schon was ganz Besonderes, wenn man dann morgens ein... Huch! Was fällst du denn hier so doof runter? Bist du bescheuert? Hasenbraten? Dankeschön. Das passiert ja anscheinend regelmäßig, aber warum ist denn hier oben ein Häschen drin gewesen? Sind da mehr Häschen? Nee, boah, glücklicherweise. So, aber jetzt. Ich glaube, es ist der 3., 4., 5., ich weiß nicht, wie viel der Anlauf, mich von euch zu verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis morgen.